Perfekter Einstieg. Ich habe noch nicht mal was gesagt. Das war's von mir. Danke sehr. Ich hoffe, dass ich auch nur annähernd so lustig sein kann wie ihr. Das anscheinend untereinander schon, da ist der ein oder andere Privatwitz passiert. Das ist schön. Hallo! Ich freue mich, danke sehr, ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist wunderschön hier. Ich habe euch eine Kurzgeschichte mitgebracht, die ich euch gerne vorlesen würde. Sie schneidet die Wahrheit, also sie tangiert die Wahrheit. Also sie basiert auf wahren Ereignissen und wurde dann von mir krass übertrieben. Die Geschichte ist allen neurodivergenten Menschen heute Abend gewidmet oder auch gewittet. Ihr werdet das auch merken, wenn ich vorlese. Jeder Versprecher, den ich drin habe, ist für mich nur eine Einladung, noch mehr Quatsch zu reden, als ohnehin schon passiert. Die Geschichte trägt den Titel Die Harald Töpfer Experience und spielt in einem Escape Room und geht so. Das Problem war jetzt nicht, dass wir mit dem Escape Room an sich überfordert gewesen wären. Das Problem war viel eher, dass wir uns vorher auf dem Weihnachtsmarkt jeweils 4 Glühwein reingedreht hatten. Wir, das waren mein guter Freund Klausi und ich. Klausi ist eigentlich ein blitzgescheiter Kerl, herzensgut wie eine Blumenwiese an einem Sommertag und er hat ADHS von den Fußsohlen bis rauf in die Haarspitzen. Er persönlich ist der Meinung, dass sein ADHS eine Superkraft ist und keiner weiteren therapeutischen Unterstützung bedarf. Ich bin Fan dieser Selbstakzeptanz und finde sein ADHS wunderschön. Außerdem bin ich der Meinung, dass er dringend seine Medikamente nehmen sollte. Aber man muss sagen, er hat das gut im Griff und ob Medikamente oder keine, ist spätestens nach dem dritten Glühwein eh egal. Dann neigt er so oder so zu einer gewissen geistigen Verteiltheit über mehrere Räume, die für mich nicht einsehbar sind. Man kann also sagen, wir beide spielen mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad. Stralle dicht, Klausi unfähig, sich für 3 Sekunden zu konzentrieren und ich mit... Ja, was auch immer mich für eine mysteriöse, tiefgreifende Entwicklungsstörung befallen hat. Ich weiß nur eins, sie macht mich mysteriös und sexy. Der Escape Room beherbergt in einem relativ unscheinbaren Wohnhaus neben einem Galeria Kaufhof war im Stil der Harry Potter Bücher eingerichtet. Viele Escape Rooms haben irgendein Thema, ein Szenario wie zum Beispiel Film Noir oder Rette Bochum vor dem Killervirus oder brich aus dem fahrenden Zug aus, denn dein Sitznachbar möchte sich unterhalten. Hier war das Motiv eben Harry Potter, beziehungsweise genau nicht Harry Potter, denn anscheinend hatte man sich die Rechte nicht leisten können, weshalb es insgesamt so wirkte, als ob man den gesamten Escape Room auf Wish bestellt hätte. Es war irgendwie alles billig gefälscht. Die Spielleiterin ließ sich davon allerdings nicht irritieren. Zügig und mit Begeisterung erklärte sie uns die Regeln und das Szenario. Dann erklärte sie uns die Regeln und das Szenario nochmal, langsam und mit einfachen Worten. Unsere Aufgabe als frischgebackene Absolventen der Zauberakademie Dortmund Süd war es, in der Winkelseitenstraße 5 magische Münzen mit dem Zeichen des dunklen Lords Waldemar zu finden, um dadurch in dessen Reihen aufgenommen zu werden. So weit, so rechtefrei. Doch dann fing sie mit dem Rollenspielteil an, der oft am Anfang von Escape Rooms steht, um für die richtige Stimmung zu sorgen, aber meistens nur sehr unangenehm ist. Sie macht ihre Sache aber gut, das musste man sagen. Leider hatte sie nicht mit 2 besoffenen neurodivergenten Hiopies wie uns gerechnet. So, so, sprach die Spielleiterin mit verstellter Stimme. Ihr seid also die neuen Rekruten für den dunklen Lord, wie? Klausi fixierte sie mit einem... Okay. Ihre Nasenspitzen waren vielleicht noch 5 Zentimeter voneinander entfernt. Ich habe ihn selten so konzentriert erlebt. Dann hauchte er und schrie eigentlich mehr, als dass er hauchte. Ich würde alles tun. Für Dark Daddy. Ich zog ihn von ihr weg, denn wir wollten ja vielleicht nochmal wiederkommen. Aber selbst diese Dulli-Aktion brachte die Spielleiterin nicht von ihrem Rollenspiel ab. Oh. Ja, da haben wir wohl wieder den Bodensatz als neue Rekruten bekommen, wie... Pass auf, weil ihr beiden nicht die hellsten zu sein scheint. Hey, warf ich ein. Hey, ich hatte einen ohnegleichen in Kräuterkunde. Warum glaube ich dir das sogar?
Weil ihr zwei nicht die Hellsten zu sein scheint, gebe ich euch diese Laterne mit. In ihr wohnt ein Gnom, der gibt euch Tipps, wenn ihr nicht weiter wisst. Und nun geht los und besorgt mir die 5 Münzen für den dunklen Lord. Im Stillen beschloss ich bei jedem Ratschlag des Gnoms aus der Laterne das exakte Gegenteil zu tun. Dann schob uns die Spielleiterin aus dem Raum und schloss die Tür. Eine gute Strategie zum Lösen von Escape Rooms ist es übrigens, wenn man am Anfang zentral alle Hinweise und Gegenstände, die man finden kann, zusammenträgt und sich dann einen groben Überblick verschafft. Klausi und ich entschieden uns für die Strategie, uns erstmal eine Viertelstunde hinzulegen. Als wir nach 30 Minuten wieder erwachten, waren wir bereit, mit frischer Kraft ans Werk zu gehen. Innerhalb weniger Augenblicke hatte ich 2 Schlüssel gefunden und ein paar viereckige Holzplättchen mit Buchstaben darauf. Klausi hatte in derselben Zeit eine tote Kellerassel gefunden, einen Türrahmen ausgebaut und einen der Schlüssel, die ich gefunden hatte, wieder verloren. Ratlos standen wir im Raum. Das Dekor erweckte irgendwie den Eindruck Hinterhofgasse in London. Backsteine, Efeu, Messingschilder. Ohne Frage war es unsere Aufgabe, in die Winkelseitenstraße selbst vorzudringen. Aber wie? In dem Moment meldete sich der Gnome in der Laterne zu Wort. Er sprach ebenfalls mit der Stimme der Spielleiterin, nur anders verstellt. Vielleicht sollte der eine der jungen Herren den Blick mal nach links wenden. Ich schaute nach rechts. Das andere links. Ich schaute nach oben. Links! Klausi nahm mir die Laterne aus der Hand und aß sie. Dann rülpste er und sagte, jetzt ist hier mal Ruhe. Widerwillig schaute ich nach links. An der Wand erkannte ich einige sich kreuzende horizontale und vertikale Rechtecke. Sie waren von unterschiedlicher Länge, aber alle in gleich große quadratische Felder aufgeteilt. Hier und da klemmte in einem der Felder ein Holzplättchen mit Buchstaben darauf. Die kannte ich doch. Klausi und ich schauten uns an. Ein Sudoku, flüsterte ich. Kreuzworträtsel. Jan-Philipp, Kreuzworträtsel, du Vitaminmangelerscheinung. Sudokus sind auf Japanisch. Dann wandte er sich ab. Sehr gut, Arbeitsteilung, so würden wir schneller vorankommen. Obwohl ich unter dem Kreuzworträtsel eine Schriftrolle mit den zugehörigen Kreuzworträtselfragen stand, stellte sich die Bearbeitung als unverhältnismäßig schwierig heraus. Die Fragen an sich waren leicht. Gar kein Problem. Problematisch war allerdings die Übersetzung der korrekten Antworten in die urheberrechtsfreie Version, die hier praktiziert wurde. Natürlich wollte man sich nicht dem Risiko, verklagt zu werden, aussetzen, aber musste ich mich deswegen fühlen wie der irre Autor einer Harry Potter Pornoparodie, die er mit Bauklötzen an die Wand tapezierte? Klar, als der unverzeihliche Todesfluch 14 senkrecht Avocado Kadaver drankam, da hat mir das ein Schmunzeln entlockt, das gebe ich gerne zu. Aber dann verwandelte sich der liebenswerte Wildhüter Hagrid in 6 waagerecht Jürgen, da bin ich ausgestiegen. Jürgen, bring die Kinder in den Wald. Sie waren unartig. Nichtsdestotrotz, bald darauf hatte ich alle Buchstaben korrekt in ihre Felder eingebaut, wodurch sich auch ein Lösungswort ergab. Das Lösungswort lautete Quittitzepitze. Vermutlich ein Harry-Potter-Wort. Doch dann stellten sich meine Bemühungen insgesamt als recht unnötig heraus, denn Klausi war unterdessen natürlich nicht untätig gewesen. Fachmännisch hatte er einen Teil der Backsteine entfernt und dadurch eine Art Geheimgang freigelegt. Komm, Jan-Philipp, hier geht's weiter. Kaum hatten wir uns runtergebeugt und angefangen zu kriechen, als plötzlich eine bekannte Stimme aus Klausis Bauch drang. Hey, Moment mal, nicht da reinkriechen! Schnauze! Rief Klausi und boxte sich dabei selbst in die Magengrube. Und da hatte er recht mit. Wir machten gut Strecke und waren nicht auf Hilfe angewiesen. Wenig später kamen wir auf der anderen Seite des Geheimgangs raus und die Stimmung im Escape Room änderte sich schlagartig. Wir wurden von einem grellen Licht geblendet und vor uns reihten sich auf Regalen und Podesten bunte Fläschchen und Fiolen in vielfältigen Formen und Farben auf. Anscheinend hatten wir eines der Geschäfte der Winkelseitenstraße erreicht. Eine Apotheke für Zaubertränke. Vielleicht ein alchemistisches Labor. Gemeinsam betrachteten wir die wundersamen Tinkturen. Das kenne ich, meinte Klausi. Echt? Ja, aus dem 1. Harry Potter Buch. Das ist das Zaubertrankrätsel von Snape, oder wie er hier heißt, Snake. Auf dem Weg zum Stein der Weisen. Stimmt, auch ich erinnerte mich. Wir müssen davon trinken, um weiterzukommen. Absolut, das ergibt Sinn. Wir öffneten jeweils einen der Flakons und tranken. Danach weiß ich nichts mehr. Ich bin mir aber sehr sicher, dass Klausi und ich auf jeden Fall den Escape Room gelöst und dabei vielleicht sogar einen neuen Rekord aufgestellt haben.
Leider sprechen die Aufzeichnungen der Überwachungskameras des Galeria Kaufhof eine andere Sprache. In feinstem HD ist dort zu erkennen, wie Klausi und ich in einer Douglas-Filiale aus der Wand brechen und dann anfangen, willkürlich aus Parfümflaschen zu trinken. Das erklärt auch, weshalb ich bis heute aus dem Hals nach Bergamotte rieche. Danach sieht man uns durch diverse andere Geschäfte randalieren, wobei wir immer wieder abwechselnd rufen, Escape Room und Alohomora. Ironischerweise ist es uns nicht gelungen, aus dem Galeria Kaufhof selbstständig wieder rauszufinden. Zuvor hat uns der alkoholische Schlaf eingeholt. Lachend zeigt uns der Polizist die Stelle im Video. Man sieht mich eingekuschelt in eins dieser Kleidungsrondelle, wie ich einen vibrierenden Stabmixer streichle und dabei deutlich zu hörbar flüstere, schweig still, mein Zauberstab. Es ist nun Zeit, schlafen zu gehen. Du musst keine Angst mehr haben. Auch Klausi ist gut zu erkennen. Er ist nackt und steht aufrecht in der Salatbar des angeschlossenen Restaurants. Er pinkelt auf die Artischockenherzen, was geschmacklich irgendwie redundant ist, und brüllt dabei aus voller Kehle, na, 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 na. Ihr habt's gleich geschafft, keine Sorgen. Nachdem wir alles erklärt haben und der Polizist überzeugt ist, dass wir keine geistesgestörten Hooligans oder Terroristen mit Harry Potter-Fetisch sind, frage ich, ob wir gehen können. Der Polizist meint nein. Er würde uns jetzt in einen anderen Escape Room bringen. Der wäre aber deutlich schwerer. Danke sehr.